Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Huh. Mit den Mädels wieder. Und ja, wir haben in der letzten Folge uns mit Cloud, Barrett und Red 13 ein bisschen hier durchgekämpft. Oh, die Kisten sind wieder gespawnt. Und ja, wir sind abgeschnitten von den meinen Mädels und ja. Wir warten jetzt da unten, dass wir hier das Schild entfernen und hier aufmachen für die, ne? Hi Leute, wie geht's? Und kann ich mit denen sprechen? Hi. Die Gruppe wechseln? Nein, okay. Gut. Haben wir das auch festgestellt. Und ja, wir gucken uns dann mal hier um und gucken, was sich hier so machen lässt, ne? Ich kann nicht den Charakter wechseln, nehme ich an, ne? Also im Kampf kann ich den Charakter wechseln, aber ich meine spielbar Charakter und so. So, wer will mal schnuppern? Ich sehe doch ja vielleicht Gegner kommen. Das ist vermutlich der Eingang zu Sektion 3. Sieht nicht so aus, als hätte die Tür einen Griff. Sicher kann man sie irgendwie entriegeln. Kommt denn da auf, dass das zur Sektion 3 geht? Die 03 hätte doch für alles stehen können. So, hier sehe ich zum Beispiel wie hier Red oder auch nicht. Kann einfach runter machen, ne? Ist gut, Eris. Sieh mal, unten kommt man jetzt auch weiter. Ah. Sagen wir Cloud Bescheid. Ja, aber erst gucken wir mal. Die werden bestimmt gesehen haben, dass da, dass sich da ein Weg aufgemacht hat. Also, was ist denn hier? Oder sieht aus wie ein Aufzug. Wir sind alle fit, ne? Wir haben ja nichts gemacht eigentlich. So, nichts Neues. Man kann ja mal gucken, ne? Wer weiß ja. Vielleicht tut es ja nur ein einziges Mal irgendwie. Vielleicht wird ein einziges Mal nur irgendwie eine bestimmte Materie oder so im Shop auftauchen. Keine Ahnung. Cloud, hörst du mich? Die Tür zur Sektion 3 haben wir gefunden, aber sie ist noch verriegelt. Verstehe. Ujo hatte doch was von Vorbereitungen gesagt, nicht? Ich denke, wir müssen das da bedienen. Das zentrale Kontrollterminal. Könnte sein. Oh, Materia. Wir haben hier gerade etwas bedient. Kommt ihr? Aber eine grüne. Grüne habe ich wahrscheinlich schon alle, ne? Das bleiben wir erstmal hier. Ich will mal gucken, was hier ist. Also wahrscheinlich so oder so mit beiden spielen, ne? Beiden Gruppen. Ja, guck mal. Ether und da war schon. Oh mein Gott, ehrlich. Ich dachte jetzt. Na gut, dann wechseln wir eben die Gruppe. Cloud, bitte komm. Die Wolke. Hier ist die lockige. Verstanden. Hier sind die lockigen Haare. Wartet, bis ihr von uns steht hier, weil sie Tifa Lockhart heißt. Keine Ahnung. Was untersucht dieser Spinner hier eigentlich? Das Unheil, das aus dem All kam. Genova. Für Hojo ist es etwas wie sein Lebenswerk. Verschone mich mit diesem Märchen. In dieser Einrichtung arbeitet man daran, genetische Informationen von Genova auf Lebewesen und Maschinen zu übertragen. In der Hoffnung, sie stärker zu machen. Und Hojo scheint uns zu benutzen, um seine Experimente zu vollenden. Ha? Dieser Mistkerl, was bildet er sich ein? Die Wesen hier sind zum Sterben verdammt. Erlösen wir sie. Gott, klang aber sehr. Okay, wie wär's mal, wenn wir hier eine Bank irgendwie bekommen, damit wir uns mal hier hochheilen können? Wird schon irgendwie klappen. Oh Gott. Hi, was macht ihr denn hier? Plattenschutzreif. Habe ich schon. Ich habe gerade erst mit Tifa hier irgendwie Stelen ausgerüstet.
Und ja, zum Glück ist jetzt hier kein neuer Gegner aufgetaucht. Aber die ist, wenn du mal auf den in der Luft. Oh. Stimmt. Ich hatte nur in der Arena kurz eine Fernkampfwaffe ausgerüstet. Okay, dann baller ich dich hier mit meiner Keule weg. Ach man, ehrlich. Jetzt bitte nicht auf mich, ich muss den da oben abschießen. Red, machst du irgendwas? Ja. Ja, jetzt kommen wir auf dich ballern. Konterstellung habe ich noch nicht eingesetzt. Ja, stimmt, ich habe ja noch gar nicht die Zeit gehabt, irgendwie was zu machen. Ne? Okay. Ich glaube, hätte ich mehr ausholen können. Ne? Egal. Sehr gut. Oh, ist das nervig. Ey. Oh Gott. So haben wir es jetzt. So, ja, mach mal den. Wird schon Schaden machen. Jetzt ballert der uns wieder weg. Ja, ich gehe einfach hier in die Ecke, dann kannst du mich nicht so weit wegschieben. Sehr gut. Gute Arbeit. Ja, so kann's weitergehen. So, für den Fall der Fälle. Tiefer. Gib mal kurz Clown wieder. Und zwar für Gelbus. Aber ich habe keinen Bock jetzt hier, dass mir wieder hier so ein Roboter auftaucht, der irgendwie was wahrscheinlich zum Clown hat oder zum Analysieren. Und ich habe nicht irgendwie Clown und so dabei. Er hätte bestimmt irgendwas Wichtiges. Dieser eine Roboter, mit dem wir letztens gekämpft haben. Motte ist das Ding. Und ja, wenn wir gerade ein Analyse müsste ich eigentlich haben, ne? Aber du hast nicht alle. Red, mach mal. Schon unterwegs. Gut gemacht. Oh, da ist gar nichts. Okay. Kein Schalter in Sicht. Hier geht es nicht weiter. Na, dann gehen wir über die Brücke, die ich gerade rauf gemacht habe. Tifa und Aris waren vor Sektion 3, oder? Vier Hebel. Für die vier Sektionen in der Walze. Warte mal hier. Zeit. Oh, das ist nicht schlecht. Also das mehrmals zu haben, nicht, dass ich das irgendwie benutze, aber. Ja, nicht schaden. Okay. Wo sind diese? Die waren bei 3, ne? Muss ich jetzt irgendwie bei 3 irgendwie was aktivieren? Ist doch schon irgendwie ein Rätsel oder so. Was passiert? Transfusion initiiert. Transfusion initiiert. Stichprobentest im festgelegten Bereich beginnt. Sag den beiden Bescheid, dass sie losgehen können. Aber sie sollen dabei vorsichtig sein. Okay? Okay. Dann nehme ich mal, ich muss wieder wechseln, ne? Tifa, bist du da? Vulkan Lokiare, Vulkan Lokiare. Die Tür sollte jetzt offen sein. So. Drin sind wahrscheinlich Versuchsobjekte von Hojo. Seid auf der Hut. Danke.
Wir sehen es uns an. Na gerade, wo sind denn die anderen Türen, ja? Da ist die 2. 3. Kann ich irgendeine andere erreichen? Ich glaube nicht, ne? Keine Ahnung. Kann ich schaffen, mich alle aufmachen, ne? Aber geht wahrscheinlich nicht. Wir tun wieder hier wechseln, kurz einmal Analyse und Clown. Ja, Analyse schon richtig. Natja. So, und ich werde mich mal hier ausruhen. Vielleicht haltet ja auch die andere Gruppe. Das wäre ein bisschen schön, also. Aber vielleicht nicht, ich glaube nicht. So, was haben wir hier drin? Lass mal schauen. Okay. Weiß nicht. Das ist doch recht chillig hier. Hier ist doch gar nichts. So. Und zack. Also so ein einsamer Schalter hier mitten im Raum. Was ist das denn, ne? Achso, hi. Ah, sagen ganz leere. Bonk. Ups, falsch. Stimmt, ich habe ja geändert, wo die jetzt sind. Platzierungen. Okay. Warte mal, ich sollte mit Aeris hier vielleicht mal kämpfen. Hier wohl gemacht? Das macht mich irgendwie traurig. Weil sie muss ja auch noch irgendwie Sachen lernen, ne? Magiekreis. Okay, eigentlich nur Magiekreis. Okay, cool. Auch nicht schlecht. Warum sind die alle offen? Verdächtig. Bonk. Mega dran. Noch mehr Items, die ich nicht benutze. Hi. Klappe da drin, ne? Wir jetzt einfach mal rausgehen und der wird bestimmt nicht im letzten Moment irgendwie so ausbrechen und auf mich zugehen oder irgendwie so was, ne? Pass auf, der ist bestimmt einfach nur down, wird nie wieder irgendwie erwähnt oder so, ne? Pass auf. Na, vielleicht doch, hier sind noch mehr. Ja, ich wollte befreien, ich hätte gerne Erfahrungspunkte. Da kommen sie. Wer hätte das gedacht? Wer hätten die jetzt aufgemacht? Ich nehme an, du brauchst 2. So, machen wir mal Magiekreis. Und noch mehr Magiekreis. Boom. Ich war immer noch nicht so verstanden, was das bedeutet. Oh Gott, die ist gleich tot. Okay, gut. Aber noch mal Geschicklichkeitsbonus bekommen, auch nicht schlecht. In die Fresse. Nein, kommt doch mal alle, ja. Einfach weggeboxt. Oh, meine ATB lande ich voll schnell auf.
Okay, das hat irgendwann mit dem Kreis da zu tun, ne? Zack. Ich glaube, wenn die da drin steht oder so, ich verstehe nicht so ganz. Ins Gesicht. Show you can. Noch Mann. Zeig doch. So. Okay, das war knapp gerade. Ist ein bisschen, weil ich schwieriger gewesen als mit den Jungs. Okay, die eine ist eine Glaskanone, die eine ist sowieso nicht so auf Verteidigung aus, also war irgendwie klar. Oh, Kisten. Oh, sehr geil. Was haben wir hier? Nichts. Okay. Hi. Oh. Okay. Ja, da ist einer. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nur auf den zu bewegen. Warte. Was soll das? So, wer bist du? Nee. Haben wir jetzt so ein Big Deal daraus gemacht? Es ist nicht so, als hätte ich ihn aus dem Weg gehen können oder so, ne? Na, du hast nix. Nein. Max aufgespart. Oh nein. Ich weiß nicht, ob irgendwas überhaupt bringt, wenn ich die angreife, wenn die immobilisiert sind auf diese Weise. In Gefahr. Oh, schwer nicht auf. Schwer nicht davon aufgegangen. So, hier wollte ich noch mal nachgucken erst. Oh, Geld, geil. Wie gesagt, ich weiß zwar immer noch nicht, ob wir halt noch brauchen im Moment, aber es kann ja nicht schaden. So, und hier machen wir wieder was auf, ne? Schalter, vor allem das ist mit nichts verbunden, so wie das aussieht. Ich meine, da drin könnten vielleicht Kabel sein in der Wand, aber das sieht so komisch aus, wie einfach nur so ein Schalter mitten im Raum ist. So, ne, warte, hier kann ich gar nicht, ne? Nö, okay. Dann war da oben gerade was? Nee, ne? Okay. So. Sieh mal. Da oben können wir lang. Da muss ich wieder Mission Impossible spielen. Was ist da unten? Was ist das? Wir sehen uns bestimmt nicht. Da ist eine Truhe. Ja. Sprungangriff. Ich meine. Ja, tun wir sie wieder einschläfern. Ah, Dreck. Mal den hier. Schon krasser Angriff. So. Ich bin nicht verrückt, ich wollte das machen. Ich weiß immer noch nicht genau, was nochmal Sturm macht, ehrlich gesagt. Ah! Na! Oh. Mal einfach Magiekreis, weil. Oh Gott, ich war jetzt gleich tot.
Warum leuchtest du so grün? Und ich schaffe mal, ohne dass wir uns noch heilen müssen. Piazza Dusche, ich hab Pizza Dusche jetzt gelesen. Und das wäre ja lächerlich, ne? Warum bekomme ich Schaden? Ich bin vergiftet. Boom. Endlich mal damit erledigt. Okay, cool. Aber wir müssen noch mal nach oben, weil da war eine Truhe. So was vergesse ich doch nicht. Aber ich habe mir gedacht, entweder fallen wir da runter oder weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir hätten so oder so darunter gehen müssen, weil die Leiter darunter geführt hätte. Aber jetzt mach dich mal ein bisschen weg. Okay. So, wo müssen wir lang? Da ist ein Schalter, glaube ich. Ne? Ja. The Push. Oh cool. Die wäre ich irgendwie nicht dran gegangen kommen, glaube ich. So, Machtreif, die müssen wir glaube ich schon haben, ne? Machtreif. Was hat denn, oh, das ist ein Dings. Den habe ich noch nicht. Scheint nicht. Machtreif, der gibt so gut wie nix, aber hat irgendjemand hier, ne, ich habe alle die Verteidigung mehr haben, ne? Geometriereif. Sag mir nicht, das jetzt um einen Wert besser. Das ist um einen Wert besser als. Er ist auch schwachsinnig. Ja, okay, hier sind beide Dinger verbunden, aber na, ist auch voll dämlich. Na gut. Also viel Materie muss ich sowieso nicht mehr hochleveln, ne? Die meisten Sachen sind schon alle gemeistert. Ich will eigentlich nur noch die grüne Materie hier meistern, damit ich hier diese Dings hier abschließen kann, falls ich das überhaupt noch abschließen kann. Hier geht es raus. Seine Mission, ja, wo ich alle grünen Dinger ja meistern muss. Wie ich Professor Roso hasse. Wo kommt das noch einmal her, weil er die Tür geschlossen hat oder was? Okay, wo bin ich jetzt hier? Oh, hi. Was? Nein, geh weiter auf ihn. Dem hat Blitz. So. Gott, die halten voll viel aus. Hast du Blitz? Mein Gott, nimmt sie viel Schaden. Du hast Blitz, gut, aber nur Blitz normal. Wow, ehrlich. So, jetzt bitte nicht so gebracht halbwegs. Gott. Okay, ich mach mal heilender Wind. Boom. So. Und Blitz. Und nochmal. Schockt. Arbeiten wir zusammen. Halten wir die Chance. Okay, Level up, cool. Oh, ich habe sie doch gerade hochgeheilt. So, bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Ich glaube, da bin ich richtig. Ne, ja, da muss ich sogar hin. Dann gehen wir erstmal in die andere Richtung.
Gut, MP-Heilung brauche ich gerade, glaube ich. So, oh. Ist das da, wo Red vorher war? Ne, ich glaube nicht. Eris, spring darüber. Jetzt macht die so einen auf Prinz und Persia und läuft da die Wand entlang. Als anstatt tiefer, die halt wahrscheinlich viel besser drauf hätte. Aber ja. Gut. Nope. Nope. Ich muss die Leiter treffen. Dieses Gefühl, wenn man die Leiter nicht richtig trifft. So, oh Gott, was ist hier los? Da kommen doch leicht Geschütze oder irgendwie sowas raus. Pass auf. So. Ob man unten jetzt auch lang kann? Na, da muss ich aber die zwei jetzt da öffnen, ne? Habe ich gesehen. So, hier passiert doch noch irgendwas gleich. Ist dann also ziemlich simpel geil. Ich habe irgendwie so gedacht, wir müssen irgendwie, weil nicht. Das gesamte Dungeon ja hin und her rennen. Ist relativ einfach hier. Einen Hebel bedient. Damit sollte der Weg für euch ebenfalls frei sein. Schön, dann sind wir jetzt an der Reihe. Gut. Bleibt, wo ihr seid. Wenn was ist, melden wir uns. Okay. Ja, wir sind wieder hier. So, das heißt wieder Materia umdeponieren. Oh ja, fein, das könnte ich vielleicht auch rüberschicken müssen. So. Jetzt ist er die ganze Zeit ohne Analyse hier rumgelaufen, verdammt. So, jetzt muss ich mal gucken, kann man jetzt hier beide Dinger öffnen zur gleichen Zeit oder geht immer nur eins? Oder zwei, keine Ahnung. Ja, nur eins. So, die drei brauchen wir ja nicht mehr. Transfusion initiiert. Stichprobentest im festgelegten Bereich beginnt. So. Weil was bei der 4 irgendwie? Wo ist denn die 4? Wir gehen halt zurück. Also wir gehen ja jetzt hier zurück. Wir sind ja von 3 zu 2 gegangen. Also muss ja die 4 noch irgendwie da am Anfang sein. Also ich mache jetzt so eine ganze Runde irgendwie. So, da kann man chillen, habe ich gesehen. Haben die sich jetzt übrigens auch, die haben sich auch hochgeheilt. Okay. Weil ich mit tiefer mich auf der Bank da ausgeruht habe, ne? Gut. Dann tun wir mal tiefer und Iris heilen. Würde ich schon fast sagen, wir können auch eigentlich einen Schnitt machen jetzt hier, ne? Weil wenn nicht passiert ja jetzt nicht mehr viel was. Man, ich halte mich echt gut hier so an Klamotten, an Items. So, ich weiß nicht. Ich laufe noch ein bisschen voraus. Dass ich irgendwas Verdächtiges sehe. Weil es ja Sektion 2. Wie zum Beispiel hier. Gut. Würde ich sagen, ich beende Part hier. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder bei Final Fantasy 7 Remake. Ich danke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr lasst doch bitte mal ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und dann sehen wir uns vielleicht. Tschüss.